Gründe zum Feiern gab es im Golfclub Mannheim-Viernheim zuletzt reichlich. Die deutschen Meistertitel bei den Herren 2014 und wie hier 2018 waren bislang die Höhepunkte der 9 Jahrzehnte langen Clubgeschichte. Und hier begann die Erfolgsstory. Auf dem Gelände des heutigen Luisenparks entstand der nun älteste Golfclub der Metropolregion und einer der ältesten Deutschlands überhaupt, wenngleich er sich 1973 einen neuen Standort suchen musste. Anlässlich der Bundesgartenschau wurde die ursprüngliche Anlage am Luisenpark, am heutigen Fernmeldeturm, geschlossen und wurde hier nach die Gemarkung Mannheim-Viernheim verlegt. Allerdings auch damals nur mit 9 Spielbahnen. Ein ausgewachsener Golfplatz hat allerdings doppelt so viel. Der große Um- und Neubau auf 18 Bahnen kam dann zur Jahrtausendwende. Passenderweise in einer Phase, in welcher sich der Golfsport selbst in eine neue Zeit bewegte. Der Wandel vom Spiel der Oberschicht zum Breitensport war auch hier zu spüren. Frau Gefani, Mitglied seit fast 50 Jahren, hat es aktiv miterlebt. Ich war 19 und es war mir fast unangenehm, wenn ich irgendwo erzählt habe, dass ich Golf spiele. Auch dann als junge Familie, wenn wir gefragt wurden, was macht ihr denn am Wochenende, habe ich ungern gesagt, wir gehen auf den Golfplatz. Das war noch so ein elitärer Touch damals. Und heute ist das wirklich anders. Ich sehe meine Enkelin, ihr Lebensgefährte, die sind jetzt mit 21, 23 beigetreten, weil es einfach cool ist, Golf zu spielen. Und es also, hat sich also schwer entwickelt, meiner Meinung nach. Ein elementarer Aspekt, um den Golfsport in die Zukunft zu führen, findet auch Mannheims Sportbürgermeister, der stolz auf die lange Historie ist. Die Vereine sind ja für die Zukunft gewappnet, die in besonderer Weise auch durch jugendliche Mitglieder geprägt sind. Da gibt es doch sehr stolze Zahlen zu vermelden hier beim Golfclub Mannheim-Viernheim. Einen hohen Anteil auch an Jugendlichen, die hier Golf spielen und die damit natürlich wahrscheinlich auch ihr Leben lang dem Golfsport verpflichtet sind. Zudem ist jedes Sechste der insgesamt rund 1200 Mitglieder 18 Jahre oder jünger. Im gesamtdeutschen Schnitt ist gerade mal jeder 15. Golfer ein Kind oder Jugendlicher. Eine wichtige Basis für den Wettkampfsport. Ja gut, unser Club hat sich ja nicht nur dem familiären Golfsport verschrieben, dem Breitensport, wie man allgemein sagt, sondern natürlich auch dem Spitzensport. Und wir sind, seitdem es die Gramsci Golfliga gibt, eigentlich der erfolgreichste Club, weil wir jedes Jahr im Final Four standen. Das kann kein anderer Club sagen. Und das zeichnet eigentlich unseren Leistungssport, den wir hier im Club betreiben, aus. Und dafür sind wir natürlich auch unserem Trainerteam unter der Führung von Ted Long sehr dankbar. Und auch wenn Fans und Spieler in diesem Jahr auf solche Bundesliga-Bilder verzichten müssen, der GC Mannheim-Viernheim ist für die Zukunft gerüstet. Im Spitzen- wie im Breitensport.